Hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream. Heute haben wir wieder mal ein heißes Thema. Verbitterung. Wie kann man Verbitterung überwinden? Wie soll das gehen, wenn das so nagt in mir und wenn ich so fokussiert bin auf diesen Schmerz, nicht? Das ist ja die Verbitterung, die lässt ja nicht so viel Raum, dass ich woanders hinblicken könnte oder Hi Heidi, oder dass ich diesem Schmerz entkommen könnte. Verbitterung ist ja auch etwas, das wir übersetzen müssen, damit es wirklich in Einfühlung geschieht. Weil sonst ist die verbitterte Person Opfer seiner selbst. Oder man sagt, Hi Kerstin. Oder man sagt, ja, ach, du tust mir so leid. Und ach, hast du einen engen Blickwinkel. Dann kommen all diese Beschwichtigungen, die man ja überhaupt nicht erträgt. Das kann man wirklich dann nicht gebrauchen. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn Verbitterung übersetzen und in etwas Einfühlsames, zu etwas Einfühlsamem hinführen? Einerseits braucht es selbstverständlich, wie soll ich das sagen? Ich muss mir eingestehen, dass ich diese Bitterkeit spüre. Das ist ein Schritt, der nicht einfach ist, weil der führt aus dem Recht haben und aus diesem Ich habe Recht und ich habe das Recht darauf, diese Wut zu haben, weil ich wurde ja gedemütigt, das zu akzeptieren, dass ich hier einen Teil trage, dass ich hier dieses Gefühl habe, also dass ich wirklich in Verbitterung ist ja einfach eine, ich erlebe es als eine verkleinerte, also als eine komprimierte Wut. Eigentlich ist es ja eine Wut, wenn man das ausdehnen würde, dann würde es ein heiliger Zorn, wenn man sich das nicht verbieten würde. Weil man will ja da Gerechtigkeit. Man will ja da Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das gibt es ja nicht in der gewaltfreien Kommunikation, so dieses gerecht und fair. Weil es sind ja alle menschlich gleichwertig. Und dennoch soll es eine Form von Gerechtigkeit geben. Wie geht denn das? Oder vielleicht ist der Person, die dich gedemütigt hat, in keiner Art bewusst, was das für eine Bedeutung hatte oder was da stattgefunden hat. Vielleicht ist es sogar so, dass die Person, wenn sie zum Beispiel ein Elternteil ist, annimmt, dass das nützlich ist, zu sagen, du bist so und so und du bist sowieso nichts wert, in der Hoffnung, dass sich die Person dann ermannt oder an den eigenen Haaren da rauszieht und sagt, so, ich zeig's dir und Kraft entwickelt. Wir wissen inzwischen, dass das nicht funktioniert. Selbstverständlich funktioniert das nicht. Wenn ich derart gedemütigt werde, also dass ich immer wieder höre, dass ich falsch bin, oder wenn ich diese Doppelbotschaften höre, die wir das letzte Mal besprochen haben, und da keine Orientierung mehr habe, dann ist es ganz schwierig, mir zu helfen. Weil ich habe das dann nicht gelernt. Und dann ist die Frage, kann ich mir eingestehen, dass ich das nicht gelernt habe? Dass hier etwas mit mir passiert ist,
Im Normalfall hat das etwas zu tun mit der Kindheit. Und dort sind wir ja in dieser Situation, dass wir immer wieder auch Opfer sind, weil wir so abhängig sind. Und dann geht es ins Erwachsenenalter und dann müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Also kann ich mir eingestehen, dass ich diese Bitterkeit spüre und kann ich so weit zu mir kommen, dass ich sagen kann, ich möchte diese Bitterkeit nicht mehr spüren. Was braucht es, dass diese Bitterkeit sich verändert? Das ist ja der erste Schritt. Dieses Zurückkommen zu sich und merken, da hat es etwas, da kann ich nichts dafür. Und dennoch ist es so bei mir, dass ich das anpacken muss. Ich sage immer, so zwischen 20 und 30 kann man noch die Eltern oder das Umfeld Schuld geben. Und danach muss man selbst packen, weil sonst hört es nicht auf. Ich schau rasch, was die Kerstin schreibt. Ganz genau. Ganz genau. Deine Mutter hat den Kontakt abgebrochen, hat gesagt, du bist schuld, weil sie selbstverständlich auch nicht besser kann. Sie war ja auch mal Kind und hat das auch mal erlebt, sonst würde sie es nicht so weitergeben. Und selbstverständlich bist du dann in der Situation, dass du als Kind darauf angewiesen bist, dass du diesen Kontakt wieder bekommst. Und da ist die Frage, wie sehr müssen wir diesen Kontakt beibehalten als erwachsene Menschen? Und wie sehr können wir da eine Abgrenzung machen und sagen, ich bringe jetzt erstmal meins in Ordnung und dann komme ich wieder vorbei und dann können wir schauen, wie wir das anpacken, weil selbstverständlich du bist und bleibst meine Mutter und dennoch, ich schaue jetzt zuerst für mich. Also dieses Kindsein in diesem erwachsenen Körper, diesem Kind wirklich Raum geben, weil dann bin ich die Mutter dieses Kindes. Weil ich sag gerade etwas, Kerstin, zu deinem Post. Ich bin die Mutter dieses inneren Kindes. Weil die eigene Mutter, die leibliche Mutter, die hat es ja nicht gekonnt. Die hat da nicht helfen können, sondern sie hat ja bewirkt, dass es für mich so schlimm wird. Also heißt das, dass ich als erwachsene Person dafür sorge, dass ich herausfinde, was dieses innere Kind braucht. Das braucht manchmal eine Zeit, weil die inneren Kinder, die sind nicht immer so bereit, einfach dann zu sagen, ja, wenn du jetzt kommst, dann ist das gut. Das ist manchmal gar nicht so einfach und manchmal ist es wirklich gut, da auch Begleitung zu haben und Unterstützung zu haben, dass man diesen Weg findet zum inneren Kind und da wirklich in Kontakt kommt. Und dann im Gespräch ist mit diesem inneren Kind, das ja derart gelitten hat. Dass man ins Gespräch kommt und schaut, was brauchst du denn jetzt? Und es hilft jetzt immer noch, egal ob du schon 70 bist oder egal ob du schon 80 bist. So. Und es ist so, dass wir alle Mütter und Väter für uns selbst werden müssen. Das ist so, denn wir haben alle an irgendeinem Ort haben wir eine große Verletzung. Das gehört, glaube ich, einfach zum Menschsein. Ich glaube, das gehört zum Menschsein, dass wir eine Verletzung erlebt haben und mit dieser Verletzung weitergehen und weitergehen, bis sich die wandelt. Bis wir bereit sind,
Und hier ist das, was ich euch vorschlage. Dieses Bereitsein zu akzeptieren, was passiert ist. In der gewaltfreien Kommunikation sagt man dem wertfreie Beobachtung. Wertfreie Beobachtung bedeutet nichts anderes als, was sehe ich und was höre ich. Also was habe ich damals gesehen und was habe ich gehört. Und wenn ich das ganz genau beleuchte, dann komme ich zu meinem Gefühl. Und das ist dann nicht Bitterkeit, sondern das ist eine unglaubliche Traurigkeit. Das ist vielleicht Orientierungslosigkeit. Das ist Erschütterung vielleicht, dass das mit mir passiert ist. Aber das ist nicht diese Bitterkeit. Das ist dieser Schmerz dann. Aber es ist nicht mehr Bitterkeit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es gibt Menschen, Moment, ich schaue rasch nach, wie sie heißt. Wo ist sie in diesem Artikel? Hier. Also, hier. Die amerikanische Psychologieprofessorin Varsha Linehan. Sie ist Psychologieprofessorin und sie ist auch Zen-Meisterin. Sie sagt dem anders. Sie sagt dem radikale Akzeptanz. Und zwar egal, ob du Demütigungen erlebt hast, ob was auch immer du erlebt hast. Da kann man ganz weit gehen, bis zur Folter, was ja nichts anderes im Sinne hat. Wenn Leute gefoltert werden, dann hat man nichts anderes im Sinn, als die so zu brechen, dass sie keinen Widerstand mehr leisten und alles auspacken. Und Demütigung ist selbstverständlich ein wunderbares Mittel, um das zu erreichen. Es ist schrecklich, weil es geht ja um die Würde des Menschen, die hier gebrochen werden soll. Und das ist auch bei unseren Eltern so. Und wenn die Eltern, und das heißt für mich nicht, dass ich die Eltern in Schutz nehme, wenn ich das hier sage, weil ich sehe hier die Posts von den Eltern, die den Kindern die Schuld in die Schuhe schieben wollen, die Kinder demütigen, die diese Double-Bind-Situationen herstellen. Ich will die Eltern nicht in Schutz nehmen. Das ist nicht rechtens, was die da machen. Das ist nicht die Aufgabe der Eltern. Die Aufgabe der Eltern ist, die Kinder zu begleiten, die Kinder zu schätzen, die Kinder willkommen zu heißen und den Kindern zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen. Das ist das, was die Aufgabe der Eltern ist. Und ganz viele Eltern haben das auch nicht erlebt und sind mit der gleichen Verbitterung, mit der gleichen Demütigung, mit dem gleichen Doppelbind unterwegs und können es nicht mal erkennen. Ich kenne das von meinen Therapiesitzungen her. Wenn ich Coachings gebe, dann sehe ich in ganz vielen Fällen, dass die Leute einen langen Weg brauchen, bis sie überhaupt erkennen können, was sie da gemacht haben und was sie da machen, weil sie selber derart verletzt sind. Und es geht nur darum, diesen Blick zwischendurch auch zu haben. Und dann kannst du sagen, gut, das ist nicht meins, das ist das Kind. Das ist das Kind, das mit den Eltern etwas erledigen muss. Und da muss der Vater und die Mutter mit ihren Eltern, auch wenn sie gestorben sind, etwas erledigen. Das geht dich als Kind systemisch nichts an. Einfach, dass das nochmal klar ist.
Und dann ist die Frage, kannst du dich dir selbst so zuwenden, dass du einerseits dir selbst zuhören kannst? Und dann ist die Frage, kannst du dir Hilfe holen, so dass du gehört wirst, dass du wirklich gehört wirst? Und dass dein inneres Kind gehört wird. Und dann kannst du diese radikale Akzeptanz oder diese wertfreie Beobachtung machen. Weil dann verwandelt sich die Verbitterung und die Demütigung dann verwandelt sich die Verbitterung und die Demütigung in diesen Schmerz. Der Schmerz geht nicht weg. Aber du wirst frei. Und darum geht es. Es geht darum, dass du für dich Verständnis hast und dass du klarkommen kannst damit, dass dir das passiert ist. Das ist ja immer eine Frage, weshalb passiert mir das? Und dort drin, wenn du dort drin eine wertfreie Beobachtung hast, dann kannst du zum Gefühl kommen, auch wenn das schmerzt. Aber dann kannst du zum Gefühl kommen und wirst freier, weil du erkennen kannst, was denn jetzt dein Bedürfnis ist. Was ist denn jetzt dein Bedürfnis? Oder wenn du wütend bist, dann sei bitte wütend. Das ist eine große Kraft. Das ist eine große Kraft. Und gleichzeitig ist die Frage, was ist das Bedürfnis unter der Wut? Denn unter jeder Wut hat es mindestens ein unerfülltes Bedürfnis. Mindestens eines. Und das herauszufinden, das ist entscheidend. Wenn du das herausfindest, dann kannst du einen nächsten Schritt machen. Vielleicht ist es so, dass du einfach gehört werden willst. Aber vielleicht findet was ganz anderes statt und du bräuchtest jetzt gerade in dem Moment etwas anderes. Dann geh dem auf die Spur und schau, wie du das für dich verwirklichen kannst. Weil wenn du in der Wut hängen bleibst, und ich sag euch, ich komme aus der Wutecke, ich kenne die Wut bestens. Ich kenne selbstverständlich die Wut bestens. Ich bin ja nicht einfach unbefleckt auf die Welt gekommen und habe da nichts erlebt. Ich kenne die Wut total gut. Und gleichzeitig war sie auch mein Gefängnis. Sie war mein Gefängnis, solange ich nicht rausgefunden habe, was denn hier drunter liegt, unter der Wut, welches Bedürfnis ich denn habe. Und wenn ich diesem Bedürfnis, diesem einen oder diesen verschiedenen Bedürfnissen nachgehe, in Sorgfalt, wenn ich mit dem inneren Kind spreche, wenn ich immer wieder mit diesem inneren Kind spreche, dann wird dieses innere Kind mit der Zeit sagen, was es braucht. Und du wirst diesem inneren Kind das erfüllen können. Und dann wird es ruhiger in dir. Dann wird es ruhiger. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich hier diese Gruppe gegründet habe, dass man da auch austauschen kann. Genau über solche Dinge. Also wie geht wer mit dieser Wut um? Ich hatte ganz lange, bis ich verstanden habe, dass die Wut mich gleichzeitig auch sprachlos macht, weil ich mein Bedürfnis nicht kenne. Also wenn ich nur in der Wut bleibe und mein Bedürfnis nicht kenne, dann kann ich mein Bedürfnis nicht ausdrücken. Dann kann ich nicht sagen, was ich brauche.
So. Und das ist das Zentrale, dass du da zurückkommst. Egal, was es denn war. Und natürlich, wenn du Demütigung erlebt hast, ist es klar, dass du Wut kriegst. Natürlich. Und das ist auch gut so, weil du hast dann dort einen kraftvollen Ausdruck, anstatt dass es sich total lähmt. Das ist okay, aber wie geht der nächste Schritt? Wie kommst du von der Wut in den nächsten Schritt, so dass du dein Bedürfnis besser erkennen und verfolgen kannst? Das hat ja einen nächsten Schritt, sonst bleibst du in der Wut stecken. Das möchtest du ja nicht. Wir wissen, dass Wut ist eine Kraft einerseits. Wut ist eine Kraft und gleichzeitig ist Wut auch etwas, was mich bindet. Ich kann es sonst nicht erkennen, wenn ich in der Wut bleibe, was denn mein Bedürfnis ist. Ihr seht die Kommentare. Was ist denn das Bedürfnis unter diesen Annahmen, unter diesen Interpretationen, unter dieser Sicht auf die Realität? Was ist das Bedürfnis darunter? Das ist das Zentrale. Da rauszufinden, was hat es für ein Bedürfnis unter der Wut? Das ist absolut zentral, weil dann wird es ruhiger. Dann kannst du das Bedürfnis verfolgen und es geht nicht mehr gegen, sondern für dich. Und das ist ja das Zentrale. Und dann gibt es da einen nächsten Schritt. Und das geht nicht, da geht es nicht um den Täter, sondern es geht um dich als die Person, die etwas erlitten hat, dass das nicht ewig weitergeht. Es soll ja nicht ewig weitergehen, nehme ich an. Und dann ist die Frage, wie kannst du einen Schritt machen zu dir selbst und deinen Blick wegnehmen vom Täter oder zumindest zwischendurch mal wegnehmen vom Täter oder von der Täterin? Und zu dir gehen und bei dir schauen, wie du mit dir liebevoll umgehen kannst, wie du mit dir liebevoll sein kannst. Und das können ganz kleine Dinge sein. Das muss nichts Großes sein. Diese kleinen Schritte sind das, was zur Heilung beitragen, was zur Heilung beiträgt. Diese kleinen Schritte von immer wieder erkennen, okay, was brauche ich denn jetzt? Was ist mein Gefühl? Und welches Gefühl gibt es unter der Wut? Ganz häufig hat es unter der Wut ganz viel Ohnmacht, weil man das erlitten hat, und es hat ganz viel Trauer. Und es hat manchmal Lähmung. Und dorthin zu gehen, ist schmerzlich, ich weiß es ist schmerzlich. Und dennoch verändert sich der Schmerz, wenn du dahin gehst. Und ich sage nicht, dass das ein einfaches Thema ist. Ich sage einfach, das ist ein Weg, wie du das machen kannst. Und ich möchte dir noch einen anderen Weg vorschlagen. Das ist ja jetzt alles, das hat mit Bewusstsein zu tun, was wir jetzt besprochen haben. Also wie kann ich mehr und mehr in die Empathie gehen? Wie kann ich mehr und mehr mein Bedürfnis herausfinden? Wie kann ich mehr und mehr Abstand nehmen von diesem Fokus, immer beim Opfer zu sein? Und mich total aus dem Fokus zu verlieren, nicht? Wenn das nicht gelingt, und das kann sein, dass das nicht gelingt, weil du eine so mörderische Wut hast, dann bitte ich dich,
zu schauen, ob du Körperarbeit nehmen kannst, also ob du Massagen nehmen kannst bei jemandem, den du vertraust. Und zwar so, dass du sehr respektvoll angefasst wirst, berührt wirst und diese Muskulatur, die sich ja anspannt, wenn du wütend bist, das ist ja eine ganz große Anspannung im Körper. Und wenn sich das lösen kann, hi Yolanda, wenn sich das lösen kann, dann geht es dir besser, weil die Wut sich auch löst. Also, wenn du da auch über den Körper etwas machen kannst, dann geht es deinem Nervensystem besser. Also dein Teil des Nervensystems, der für die Beruhigung in deinem ganzen Körpersystem und in deinem Geist zuständig ist, der hat dann ein bisschen mehr Platz. Und das kann ruhiger werden in dir. Und das geht gut über Körperarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, dass ich 20 Jahre Körperarbeit unterrichtet habe und auch international unterrichtet habe als Wahrnehmungstrainerin. Und die Erfahrung ist, dass das einfach nützt. Euer Körpersystem findet das angenehm und ist dankbar, wenn ein bisschen mehr Platz, einfach ein bisschen mehr Platz und nicht so viel Enge da ist und sich alles ein bisschen entspannen kann. Und dann kommt halt wieder die Wut. Okay, dann kann ich wieder bewusst da reingehen und sagen, okay, was ist das Bedürfnis? Okay, wann brauche ich die nächste Sitzung? Wie geht das? Dass du da so dranbleiben kannst und nicht einfach in der Wut hängen bleiben musst. Und da geht es noch gar nicht drum zu verzeihen. Überhaupt nicht. Ich bin nicht Freundin von zu früh zu verzeihen. Ich bin absolut dafür, dass man diese Schritte geht, bis es von einem abfällt und man sagen kann, ich kann es jetzt verstehen. Die Person ist auch nur ein Mensch und es ist schrecklich. Aber es hat mit mir jetzt nichts mehr zu tun. Oder? So. Also einerseits wirklich dich dir zuwenden, andererseits rausfinden, welches dein Bedürfnis ist und drittens dich berühren lassen, ohne dass du etwas dafür geben musst. Also im Sinne von Zuwendung von deiner Seite her. Das ist eine Dienstleistung, die du in Empfang nehmen kannst und dann bezahlst du was dafür, das ist okay. Das sind ja Berufe, die man da macht. Aber du musst emotional nichts tun und bist einfach ganz bei dir und bei deinem Prozess. So, mal so viel für heute. Bleibt in den Kommentaren. Ich werde posten, wann ich den nächsten Livestream mache. Und das sind unglaublich wichtige und ganz auch sehr berührende Themen natürlich. Ich wünsche euch einen schönen Abend und tschüss.